15 Punkte in Mathe in der Oberstufe, so geht's. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und einfach, was ja auf jeden Fall auf jeden von euch zukommt oder mit dem ihr auch schon kämpfen müsst, ist ja Mathematik. Und Mathe ist, wie gesagt, dieses Fach, was einige lieben und alle anderen hassen. Deswegen ganz, 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 ganz wichtig ist dieses Video, damit man wirklich versteht, hey, was braucht es denn überhaupt wirklich, um in Mathe 15 Punkte zu schaffen oder mich allgemein auch wirklich gut zu verbessern? Hier kommen meine 5 besten Tipps. Erstens, Intelligenz ist nicht das Hindernis. Das ist so wichtig, dass du das einfach sofort einfach so übernimmst. Weil ich hatte so viele Schüler und Mitschüler in meinem Kurs in Mathe, die wirklich nicht schlau waren. Also, ich möchte keine Beleidigung sagen so, aber da waren manche wirklich nicht schlau. Und trotzdem haben die extrem gute Punkte in Mathe gehabt, einfach deswegen, weil sie viel gelernt haben. Und das ist eben der Punkt. Die Schulmathematik, es wirkt natürlich in der Oberstufe noch sehr anspruchsvoll und es ist ja auch gewissermaßen anspruchsvoll, aber es hat noch, geht noch nicht in den Bereich, wo man ein gewisses Talent dafür haben muss, sondern es ist alles super lernbar. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir das als ersten Punkt abgehakt haben. Zweitens, bis zum Klick durchhalten. Was meine ich damit? In Mathe ist deswegen so mies, weil du, bis du es verstanden hast, fühlt es sich so an, als ist es unmöglich. Und in dem Moment, wo dieses Klick kommt, du denkst, so funktioniert es. In dem Moment verstehst du alles. Das heißt, Mathe ist eigentlich so eine Entweder-Oder-Sache. Es gibt natürlich so bei mehreren Schritten Sachen, wo du ein bisschen was verstehen kannst und ein bisschen nicht. Aber es gibt in Geschichte. Wenn du dir einfach die eine Seite durchgelesen hast, dann weißt du einfach über diese eine Seite Bescheid. In Mathe ist es so, da kannst du schon richtig viel gelernt haben, aber du bist eben noch nicht dahinter gekommen, wie das genau funktioniert. Denkst dir, ich lerne es nie. Ich lerne es nie. Und du bräuchtest nur eine Seite. Oder müsstest nur einmal nochmals anschauen. Auf einmal wird es Klick machen und alle Sachen, wie so ein Puzzleteil, wie so ein Kartenhaus, alles würde auf einmal Sinn ergeben. Ja, krass. Ach so, und deswegen ist es so. Und ihr kennt es ja selbst, was ich jetzt gerade hier nachmache. Und genau bis zu diesem Klick musst du durchhalten. Und das ist in Mathe so anspruchsvoll, weswegen es auch so viele hassen. Und zwar, weil sie eben immer denken, ich kann das nicht, weil sie gar nicht selbst erkennen, dass sie echt relativ nah an diesem Klick sind. Beziehungsweise, dass es eben nicht so ist, dass du mit 1% mehr lernen auch gleich 1% mehr verstehst, sondern du lernst 60%, verstehst noch fast gar nichts, dann lernst du 61%, erst macht Klick, boom, und du kannst auf einmal fast alles. Und dann musst du halt noch die weiteren 40% lernen, um dann wirklich auch alles richtig gut zu automatisieren und so weiter. Aber das ist der entscheidende Punkt in Mathe. Drittens, gehe immer Schritt für Schritt. Das ist jetzt eben genau der perfekte, konkrete Umsetzungstipp, um eben diesen zweiten Tipp, dass du eben bis zum Klick durchhalten sollst, auch wirklich schaffst. Und zwar geh einfach immer Schritt für Schritt vor. Mathe ist komplett logisch. Das ist ja die Definition von Mathe gefasst, dass es logisch ist. Und was die meisten Leute jetzt machen, sie gucken immer dieses riesige Verfahren und dieses riesige Themengebiet, denken sich, guckt an die Tafel, denken sich, laute Zahlen und Plus und Minus, verstehe ich nicht. So kannst du es ja auch nicht verstehen, dafür ist es viel zu komplex. Sondern du musst in Mathe einfach Schritt für Schritt durchgehen. Wenn du beispielsweise bei deinen Aufgaben bist, du schaust eine Aufgabe an, frag dich doch im ersten Moment mal, versteh ich, was ich tun soll? Wenn ja, geh zum ersten Schritt von dem Verfahren, was du anwenden sollst. Wenn du gar keine Ahnung hast, was du tun sollst, dann musst du erstmal die Aufgabe verstehen. Wenn du verstehst, was die Aufgabenstellung meinte, dann hast du den Schritt. Und dann musst du überlegen, weiß ich, welches Verfahren ich da anwenden soll? Weiß ich, über welches Verfahren ich auswählen soll? Wenn du das nicht verstehst, dann musst du an diesem Schritt gehen. Schau nochmal in deine Unterlagen. Bei welchen Zahlenwerten, bei welchen Situationen und so weiter wende ich das Verfahren an, bei welchen Situationen das Verfahren. Damit du das verstanden hast, dann merkst du, okay, deswegen muss ich das so und so anwenden. Und dann weißt du erst, dass du in der Situation das entsprechende Verfahren anwenden musst. Und dann geht es eben um das Verfahren selbst. Und auch da einfach nur Schritt für Schritt erstmal die Formel hinschreiben. Schaut euch einfach Daniel Jung an, der hilft euch da. So, oder die Jungs von The Simple Math. So, das heißt, dass du einfach wirklich Schritt für Schritt vorgehst. Und dich auch niemals denkst, dass du zu dumm bist. Sondern einfach nur immer dir als Aufgabe vornimmst, ich will einfach nur den nächsten Schritt verstehen. Und wenn es der allererste ist, vollkommen egal. Weil der allererste Schritt ist der wichtigste Schritt, um schlussendlich auch alles schaffen zu können. Viertens, Übung über alles. Das kann man in Mathe wirklich nicht genug betonen. Wenn du, sollst ja am Anfang schon mal einen Überblick verschaffen und die Grundverfahren lernen, aber sobald du das hast, würde ich so schnell wie möglich in die Übung gehen, damit du eben den vorherigen Tipp, eben Schritt für Schritt vorzugehen, direkt anwenden kannst und dann auch erkennst,
okay, woran hakt es denn jetzt? Und dann, wenn du merkst, nur wenn du merkst, dass was hakt, dann gehst du zurück in deine Unterlagen, ins Buch, versuchst ganz zu lernen, dann, ah, okay, aber dann auch nicht sagen, ah ja, jetzt kann ich's, sondern das, was du da gerade wieder bis zum Klick durchgezogen hast und wieder verstanden hast, das direkt anwenden, damit du wirklich in der Übung bleibst. In Mathe ist wirklich das Ziel, alles zu 100% automatisieren, sodass du eigentlich vor der Prüfung gar nicht genau weißt, was eigentlich drankommt. Also bei mir war es immer so, wenn ich eine Prüfung geschrieben habe, kurz vor Mathe, und mich Leute gefragt haben, hey Leo, kannst du mir noch sagen was? Ich so, nee. Aber trotzdem konnte ich in der Prüfung alles hinschreiben. Weil ich so oft geübt habe, dass es vollkommen automatisiert war und dann kannst du auch keinen Blackout haben, weil du kannst dich gar nicht daran erinnern, weil du dich überhaupt nicht daran erinnern kannst. Es ist nur einfach so in Fleisch und Blut, siehst du die Aufgabe, ah ja klar, du weißt nicht mal genau, was du machst. Ich wusste nicht mal die Namen der Verfahren, die ich angewendet habe, aber ich konnte sie anwenden. Versteht ihr, was ich meine? Und auf dieses Level solltet ihr kommen. Fünftens, niemals nachlassen. Das gilt natürlich allgemein, aber in Mathematik ganz besonders. Weil ich hatte beispielsweise selbst zum Beispiel in 12.1 6 Punkte in der Mathe-Klausur. Und ich bin nach dieser Klausur rausgegangen und meinte, das wären 15 Punkte. Da seht ihr mal. Woran lag das Ganze? Ich war irgendwann einfach so gut in Mathe und habe Unterricht einfach so gut mitgearbeitet, dass ich mir irgendwann dachte, ha, ich brauche diese Hausaufgaben nicht mehr. Ich kann es ja eh. Und genau deswegen, ich habe zwar alles verstanden im Unterricht, konnte alles beantworten, aber ich konnte es in der Klausur dann nicht alles so sauber hinschreiben, weil mir die Übung gefehlt hat. Deswegen macht immer eure Hausaufgaben. Bleibt dran, weil in Mathe, dadurch, dass es so logisch ist, dadurch, dass es Schritt für Schritt geht, du kannst dir mit viel Übung, kommst du locker auf ein richtig hohes Level und gleichzeitig, wenn du schon auf einem hohen Level bist, kannst du es dir aber auch nicht erlauben, weniger zu machen, weil du wirst sofort wieder auf dieses Niveau runtersinken. Deswegen, lass niemals nach. Und wenn du das machst, konstant, dann hast du dafür, weil Mathe eben so logisch ist, halt wirklich in 13, 14, 15 Punkte Garantie fast schon. Du musst eben nur an dich glauben. Und ich tue es in jedem Fall. Denk dran, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.